Finger, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Was ist denn hier los? Die Mädchen haben mir meine Blick-TV geklaut. Ja, aber das ist ja ein Skandal. Also wenn ich gewusst hätte, dass so ein Foto von mir in der Öffentlichkeit erscheint, dann hätte ich das niemals gemacht. Ich weiß natürlich nicht, wie die Schulbehörde reagieren wird. Von den Eltern ganz zu schweigen. Dr. Steuerberg hat angeordnet, dass diese Dinger überall im Internat angebracht werden müssen. Mhm, und wozu? Oh Mann, um den Wasserverbrauch zu messen, du Dummi. Wetten, dass ihr mit euren albernen Wasserschlachten mehr Wasser verbraucht als wir? Wetten das nicht. Top die Wette geht. Echt, hast du dich in einen anderen verknallt? Da gibt es jemanden. Das Beste wäre, wenn Franz sich in jemand anderen verknallen würde. Auf dich kommt eine große Liebe zu, schon sehr bald. Du hast vielleicht Nerven. Und wie soll ich an den rankommen? Na, ganz einfach. Du lernst Schlagzeug spielen. Und wie ist es gelaufen? Die Sache läuft. Franz hat angebissen. Wie angebissen? Also, als ich vorhin die Tür zum Probenraum aufgemacht habe, nur um mal reinzuschauen, da saß Thekla bei Franz auf dem Schoß. Hätte ich ja nicht gedacht, dass die gleich auf dem Sofa rummachen. Wie kommst du denn aufs Sofa? Na, wo haben sie denn sonst geknutscht? Von rumknutschen war doch gar nicht die Rede. Nee? Na, dann erzähl schon, was ist passiert. Also, Franz war am Schlagzeug und Thekla saß auf seinem Knie. Mhm. Und? Muss ich dir jetzt alles aus der Nase ziehen? Und Franz hat Theklas Hände gehalten und Thekla hat ihre Augen total verdreht, als ich reinkam. Und Franz? Naja, der hat ganz schuldbewusst geguckt. Na, zufrieden? Was ist denn los mit dir? Irgendwie geht mir das ein bisschen zu schnell mit den beiden. Sei doch froh, jetzt ist die Bahn frei für dich und den großen Unbekannten. Naja, danke. Hier kann man aber auch gar nichts recht machen. Viertel vor sechs. Und meinst du wirklich, die kommen noch? Wenn Max und Henrik Rache geschworen haben, dann stellen sie ihre Wecker auch um Mitternacht. Oh. Uff. Paula, ich bin so müde. Ich gehe noch mal ins Bett. Psst. Ich glaube, ich höre da was. Ich nicht. Doch, da ist was. Quatsch. Kein Ton und keine Bewegung mehr. Oh, Paula, ich will ins Bett. Die werden Augen machen, wenn nachher in ihren Waschraum gucken und alle Wasser hinlaufen. So früh habe ich ja noch nie geduscht. Ach, für eine gute Sache muss man auch mal Opfer bringen. Warte mal, ich gucke erst mal nach, ob die Luft rein ist. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Mädels um die Zeit duschen. Bei denen kann man ja nie wissen. Okay, die Luft ist rein. Also dann, Wassermarsch. Jetzt sitzen sie in der Falle. Bingo. Nichts wie hinterher. Augenblick. Wir wollten sie doch eiskalt unter der Dusche erwischen. Diet! Das ist doch... Frau Hansen. Mama. Morgen, Johannes. Sag mal, kriegt ihr heute nicht eure Mathearbeit wieder? Ja, kann sein. Aber die Galwitz braucht immer ziemlich lange für ihre Korrekturen. Für dich immer noch Frau Galwitz. Ja, wie du willst, Mama. Sag mal, was ich immer schon mal wissen wollte. Was macht ihr eigentlich gerade in Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde? Da sprechen wir gerade über die verschiedenen Weltreligionen. Wieso fragst du überhaupt? Ach, nur so. Frau Hansen, ist sie eigentlich noch Referendarin oder schon fest angestellt? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ist ja auch egal. Vergiss dein Frühstück nicht, wenn du nachher gehst. Ja, bin gleich unten.
was machen wir, wenn die Miezen plötzlich auftauchen? Ach, keine Panik. Dann lassen wir uns von ihnen der Reihe nach den Rücken kraulen. Oh ja, ich könnte dringend mal wieder eine Unterwassermassage gebrauchen. Ach, vergiss nicht, dreimal zu spülen. Einmal, zweimal. So, mein Lieber, mach schon mal Platz. Gleich bin ich dran mit Duschen. Ach, warte, ich brauche noch ein bisschen. Hey, Henrik, mach das Wasser wieder an. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, ich ahne Schlimmes. Was? Du glaubst doch nicht, dass die Mädels und... Doch! Verdammte Scheiße! Die haben unsere ganzen Klamotten geklaut. Komm, das gibt Rache. Was? Ich kann doch so nicht auf den Flur gehen. Oh, stimmt. Okay, warte du hier. Ich hol dir was zum Anziehen. Stopp! Ehe du wieder zurück bist, haben die doch schon längst Nadja alarmiert. Ich muss hier raus. Augenblick mal. Nimm Platz. Kaffee? Danke, dass du dir so früh Zeit genommen hast. Kein Problem. Es hörte sich am Telefon so an, als ob es dir schrecklich wichtig wäre, mit mir zu reden. Was gibt's denn? Ich habe ziemlichen Ärger wegen des Titelfotos. Aber du siehst richtig gut darauf aus. Darum geht's überhaupt nicht. Meine Lebensumstände haben sich ziemlich geändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ach, und wie? Vor einem Jahr habe ich mein Studium abgeschlossen und bin jetzt Referendarin an einem Internat. Oh Gott, ich ahne dein Problem. Tja, die Schüler haben das Cover natürlich sofort entdeckt. Ich hatte die Fotos schon fast vergessen. Und, was hat es jetzt mit mir zu tun? Ich möchte dich bitten, keine weiteren Fotos mehr von mir zu veröffentlichen. Was in aller Herrguts Namen ist so schlimm daran, wenn ein Lehrkörper mal richtig sexy aussieht? Mir ist jetzt wirklich nicht nach Comedy zumute. Damit wir uns richtig verstehen. Der Vertrag war meines Wissens befristet. Und diese Frist ist lange abgelaufen. Und, kannst du das beweisen? Nein. Und das weißt du ganz genau. Ich habe blöderweise damals auf Kopien verzichtet. Na ja, dann ist ja alles klar, oder? Ist das dein letztes Wort? Ja. Aber wenn du willst, dann kannst du mir ja die Rechte für diese Fotos für, sagen wir, 20.000 Euro wieder abkaufen. Tja, weißt du, was du für mich bist? Das allerletzte. Okay, komm raus. Kein Feind in Sicht. Also, wenn ich dem jetzt so sehen könnte, könntest du sofort bei ihrem Ballett anfangen. Bloß wegen deiner blöden Idee, die Mädchen reinzulegen. Schrei doch nicht so. Sonst scheust du die Wasserhühner wirklich noch auf. Schon passiert. Hey Mädels, alle mal rauskommen. Hier läuft nackte Wildsau durchs Internat. Oh, hör doch mal auf, so zu nerven. Ich nerve doch gar nicht. Ich übe doch bloß. Erzähl mir doch lieber, wie es mit Franz war. Es war einfach traumhaft. Ja, und was heißt einfach traumhaft? Hat er dich geküsst? Nein, noch nicht ganz. Aber er war kurz davor. Ja, und wie geht so ein Kurz-davor-Kuss? Also, nach einer halben Stunde hatte ich ihn dann soweit, dass er nach meinen Händen gegriffen hat und mir gezeigt hat, wie ich mit den Sticks umgehen soll. Cool. Und das war's schon? Nein, natürlich nicht. Ich darf mich wieder bei ihm melden, wenn ich mit jeder Hand einen anderen Rhythmus schlagen kann. Wenn das nicht 100 Jahre dauert. Ach Mann, jetzt hast du mich rausgebracht. Und bevor du jetzt völlig durchdrehst, erzähl mir lieber, wie es weiterging. Also, als ich auf seinen Knien saß und er nach meinen Händen gegriffen hat. In denen du die Sticks hieltst? Ja, kam er mit seinen Lippen immer näher und näher. Und dann hat er dich fast geküsst? Ja, wenn ich auf einmal diese Schlange von Elisabeth im Proberaum gestanden hätte. Ohne anzuklopfen? Komisch, das macht doch unser wohlerzogenes Fräulein Hochgeboren sonst nie. Schloss Einstein-Hansen, guten Tag. Hallo, Frau Hansen. Bodenstein hier. Störe ich? Nö, der Unterricht beginnt erst in ein paar Minuten. Was gibt's denn so Dringendes? Also, ich habe heute unter Johannes Kopfkissen eine Fernsehzeitung gefunden. Sie können sich sicher vorstellen, um welche es sich handelt? Ja, das kann ich. Also, was Sie in Ihrem Privatleben machen, das
geht mich natürlich nichts an. Also als die Fotos entstanden sind, da war ich noch nicht im Schuldienst. Das mag ja sein. Aber aus meiner eigenen Erfahrung als Lehrerin weiß ich, wie schnell man bei den Schülern seine Autorität einbüßt. Besonders, wenn sie in der Pubertät sind. Ja, das ist mir auch bekannt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will mich natürlich nicht als Moralapostel aufspielen. Sondern? Es geht mir darum, dass so ein Foto bei Jungen wie zum Beispiel Johannes eine völlig falsche Vorstellung auslösen kann. Ach, Frau Bodenstein, wenn ich gewusst hätte, was mit den Fotos passiert, dann hätte ich die niemals machen lassen. Und wie gedenken Sie jetzt mit der Tatsache umzugehen, dass Sie als Titelfoto durch die Welt gehen? Ach, wenn ich das wüsste, dann wäre mir auch wohler. Also vielen Dank jetzt für den Anruf. Schönen Tag noch. Halt, das ist ein Überfall. Hier, ich. Wieso das denn? Ach, nur so. Danke. Warte mal. Sag mal, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Nee, wieso? Für eine Nur-so-Rose gibt's auch nur einen Nur-so-Kuss. Hat Elisabeth dir irgendetwas erzählt? Du meinst wegen gestern Abend? Mann, da war wirklich nichts. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass da irgendwas war. Thekla wollte unbedingt Schlagzeug spielen lernen. Naja, und da es nicht so brachte, da hat sie ja, weißt du, erzähl mir das einfach nachher. Ich muss noch mal hoch was holen und der Unterricht fängt gleich an. Was ist denn mit heute Abend? Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Bis dann. Vergiss nicht, ich liebe dich. Ja, ja, ich weiß. Der Buddhismus gehört zu den 5 großen Weltreligionen. Kann mir einer die anderen 4 nennen? Ja, Silvia? Kann ich mal auf die Toilette? Muss das unbedingt jetzt sein? Ja, meine Tintenpatrone ist ausgelaufen. Ih, das sieht ja eklig aus. Wie blaues Blut. Wahrscheinlich hat sie gerade einen Prinzen umgebracht. Romeo, hör auf damit. Silvia, dann geh jetzt schnell bitte, ja? Josh, was ist denn noch? Ich muss auch mal zur Toilette. Warum das denn? Na, ich muss so richtig. Na gut, dann beeil dich. Ich müsste auch mal. Jetzt ist Schluss. Jetzt setz dich mal wieder hin. Also der Nächste, der jetzt hier den Unterricht irgendwie stört, ja? Und irgendwie hier auffällt, der bekommt einen Eintrag ins Klassenbuch. So, die anderen 4 Religionen, Manuela? Islam, Hinduismus, Christentum und Judentum. Ja, richtig. Romeo, wiederholst du das bitte nochmal? Das Wichtigste für die Hindus sind ihre heiligen Kühe. Oh, sehr komisch. Der Nächste, der meint, er muss hier einen Klassenclown spielen oder stört in irgendeiner Art und Weise, ist dran. So, ich habe jetzt 5 Fragen an die Tafel geschrieben, die guckt ihr euch bitte mal an. Du denkst wohl nur noch an Möpse, du Arsch! Jetzt reicht's. Manuela, warum sitzt du nicht auf deinem Platz? Setz dich sofort hin. Das gibt erstmal einen Tadel. Aber ich hab dumm. Willst du mich für dumm verkaufen? Habe ich mir nicht klar und deutlich ausgedrückt, dass der Nächste, der stört, einen Eintrag ins Klassenbuch bekommt? Sag mal, hast du Tomaten auf den Augen? Wieso? Ja, Franz hat mir vorhin eine Rose inklusive Liebeserklärung geschenkt. Das macht er doch nur, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Ja, möglich, aber das wollte ich gerade vermeiden. Du meinst, du wirst ihn nie los? Aber ich habe ihm sowieso keine Chance gegeben, mir zu erklären, dass mit ihm und Thekla alles total harmlos ist. Jedenfalls finde ich Lilly MC total süß. Ach, ja, na, total süß finde ich sie nicht, aber ja, ihr neues Album ist schon stark. Oh, hallo. Wir stören die Damen noch nicht etwa, oder? Natürlich nicht. Oder fühlst du dich etwa durch die Herren an deinem Werten befinden beeinträchtigt? Nein, wieso sollte ich? Ja, ist was? Was soll denn sein? Oh Gott, Entschuldigung. Wen haben wir denn die Sauerei zu verdanken? Meiner Mama. Sie hat mir gerade geschrieben, dass ich noch was Dringendes erledigen muss. Ist sie nicht in Südafrika? Deshalb kann sie doch trotzdem Wünsche an ihre Tochter äußern. Hast du vorhin eigentlich Max als Toilettentarzan gesehen? Nein, da bin ich leider zu spät gekommen. Oh, so schade. Hallo Mädels, wir müssen dringend mit euch reden. Kriege ich jetzt mal raus. Na, wieder trocken hinter den Ohren. Starker Witz. Wo sind unsere Klamotten? Was denn für Klamotten? Weißt du, was er meint? Nein. Los, gib die Sachen endlich her. Ihr wisst genau, worum es geht. Nein, wirklich nicht.
Du musst schon ein bisschen deutlicher werden. Okay, ihr habt sich anders gewohnt. Hey, was wollt ihr? Hey, lass mich in Ruhe! Hey! Was ist denn hier los, hä? Dieser Mini-Tarzan will mir an die Wäsche. Was? Ach, Quatsch. Die Mädchen haben unsere Klamotten aus dem Waschraum geklaut. Ja, und jetzt wollen wir die wieder haben. Aber sofort. Ja, also, falls es sich bei eurer Auseinandersetzung um irgendwelche Auswirkungen von unserem Wasserspar-Wettbewerb handeln sollte, dann könnt ihr euer Kriegsball begraben. Wie kann man das verstehen? Naja, ich war gerade bei Dr. Stolberg. Unsere Rechnung ist versehentlich mit der vom Hotel Metropol verwechselt worden. Hier. Unsere Betriebskosten sind Gott sei Dank kaum gestiegen. Ja, heißt das denn, wir haben völlig umsonst gespart? Sparen ist nie umsonst. Naja, und wer wird jetzt vom Küchendienst befreit? Wir oder die? Natürlich die, die am wenigsten verbraucht haben. Also wir. Das kannst du doch wohl selber. Augenblick, bevor das hier wieder in Handgreiflichkeiten ausartet, darf ich die Damen und Herren bitten, mir in die Waschräume zu folgen. Aber erst, wenn wir unsere Sachen zurückbekommen haben. Ja. Setz dich doch bitte kurz, Manuela. Bitte. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Vorhin im Unterricht, da habe ich wirklich völlig unverhältnismäßig reagiert. Meine Nerven, die liegen total blank im Moment. Sie meinen wegen des Fotos? Ja. Das Titelbild, das hat mich ziemlich kalt erwischt. Tja, das heißt, Sie wussten vorher noch gar nichts davon? Nee. Ich hatte fast vergessen, dass die Fotos überhaupt existieren. Diese Fotos? Also kann es sein, dass es noch mehr davon gibt? Ja. Und der Typ, der die Bilder gemacht hat, will sie nicht rausrücken. Mein Gott, damals waren wir sogar befreundet. Naja, haben Sie denn keinen Vertrag? Genau, das ist das Problem. Und ich, blödes Huhn, hab damals keine Kopie haben wollen. Und jetzt nutzt der Typ das einfach aus? Tja, ich bin ihm sozusagen ausgeliefert. Obwohl ich mir ganz sicher bin, dass das Ganze zeitlich begrenzt war. Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Und wenn ich der Agentur das nicht beweisen kann, dann können die mit den Bildern machen, was sie wollen. Also kann es sein, dass morgen in irgendeiner Zeitung ein anderes Foto von Ihnen erscheinen kann? Tja, so ist das. Also, nimmst du die Entschuldigung an? Heißt das, dass Sie den Tadel zurücknehmen? Na klar. Und es tut mir wirklich ganz doll leid. Herein, wenn es kein Schneider ist. Hi, ich suche Franz. Ja, der sitzt da. Bedien dich. Was willst du denn? Hi, Franz. Ich wollte fragen, ob du heute Abend wieder im Proberaum bist. Nein, ich bin mit der armen Josephine verabredet. Ja, ich habe dir aber gerade gesagt, dass ich keine Zeit habe. Das habe ich aber nicht so verstanden. Dann hast du mir nicht richtig zugehört. Du kannst ruhig mit Tekla Schlagzeug üben. Ich bin heute den ganzen Abend weg. Ich glaube, ich gehe mal besser. Von mir aus kannst du ruhig hier bleiben. Von mir aus nicht. Was sollte denn das gerade? Du hast mir nichts davon gesagt, dass du heute Abend keine Zeit hast. Ich habe dir gerade, bevor Tekla kam, gesagt, dass ich mich mit einer Freundin von meiner Mutter treffe. Sie hat dir irgendwas für mich mitgegeben. Heißt das, dass du den ganzen Abend überhaupt gar keine Zeit hast? Ja, was dachtest du denn? Oh, hast du mich erschreckt. Was gibt's denn? Ich habe da mal eine Frage. Ja, bitte, ich höre. Sie haben mir doch mal Ihre Hilfe angeboten. Ich? Ja, im Sportunterricht. Ah, du meinst das Sprungtraining damals, als du dir deinen Fuß verknackst hast. Ja, könnten wir nicht noch mal so ein spezielles Training machen? Na, wie stellst du dir das denn vor? Ich kann doch den Unterricht nicht nach den Wünschen eines jeden Schülers ausrichten. Na, ich dachte da eher an was anderes. An Nachhilfe. Sprungtraining als Nachhilfe? Warum das denn so plötzlich? Na, in 4 Wochen fangen da die Schulwettkämpfe an. Da möchte ich wahnsinnig gerne bei der Schulbasketballmannschaft mitmachen. Verstehe. Und ohne so ein Spezialtraining läuft da nichts. Ich werde mir mal was überlegen. Ich sag dir dann Bescheid. Könnten wir nicht direkt anfangen? Vielleicht wäre es doch besser, wenn wir nicht allzu lange damit warten. Finde ich auch. Wir treffen uns in 2 Stunden hier und gehen dann zusammen in die Sporthalle. Okay, bis nachher dann. Bis dann. Ja.
So, dann wollen wir mal. Das kann doch nicht sein. Was kann nicht sein? Moment mal, wir sind doch hier im Jungenwaschraum, oder? Ja, wir sind gerade eigenständig hier reingehumpelt. Henrik, guck du doch mal, ob du das Gleiche siehst wie ich. Was gibt's denn da so Spannendes? Sag mal, wie hoch war bei euch der Wasserverbrauch, Paula? Bei uns war er genau 22,3 Kubikmeter. Das gibt's ja wirklich nicht. Oh ja, was denn? Die Jungen haben genauso viel oder wenig Wasserverbrauch wie die Mädchen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, bitte sehr. Tatsächlich? Und was heißt das jetzt für unsere Wette? Das heißt, dass ihr alle gewonnen habt. Wir haben gewonnen! Augenblick mal eben! Da gibt's noch ein klitzekleines Problem. Und das wäre? Wer macht denn jetzt in den nächsten 3 Wochen Küchendienst? Na, Sie natürlich, Herr Pasulke. Wer denn sonst? Ich? Nee. Na, stellt euch doch mal vor, was passieren würde, wenn plötzlich noch mehr Fotos von der Hansen auftauchen würden. Das finde Guppi bestimmt nicht toll. Und unsere Eltern wahrscheinlich auch nicht. Und Schulrat Edel erst recht nicht. Bei dem wäre ich mir nicht so sicher. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall steckt Frau Hansen ganz schön tief in der Tinte. Wieso das denn? Vielleicht kommt sie jetzt ganz groß raus als Topmodel und kann ihren öden Lehrerjob kippen. Woher willst du denn wissen, dass sie ihren Job loswerden will? Ich hatte bei unserem Gespräch auch nicht den Eindruck, dass sie es so öde findet, Lehrerin zu sein. Aber als Model verdient man doch Millionen. Spinnst du? So viel verdienen allenfalls die ganz großen Topmodels. Der Rest muss ich für sehr viel weniger zum Affen machen. Ich finde, wir sollten Frau Hansen helfen. An mir soll es nicht scheitern. Frag dich nur noch wie. Naja, wie wär's denn, wenn wir E-Mails per Internet an alle Zeitschriften verschicken und sie bitten, kein Foto von Frau Hansen abzudrucken? Du glaubst ja nicht im Ernst, dass sie sich nach unseren Wünschen richten. Na, da hast du auch recht. Und deshalb wäre es wichtig, an den Vertrag ranzukommen. Aber wir müssen noch den Namen der Agentur rausfinden. Und den kriegen wir über die Blick-TV. Da steht nämlich ganz bestimmt drin, wer die Rechte am Titelbild hat. Und dann besuchen wir den Laden mal, natürlich undercover. Alles klar, Frau Krumster. Und was ist mit dir? Also, wenn es um Models geht, bin ich immer dabei. Nanu, was haben wir denn da? Chivago for Man? Wen willst du denn damit betören? Gib das sofort wieder her. Mach doch nicht so ein Theater. Na los, sag schon. Mit wem triffst du dich denn zum Sport, hä? Das geht dich gar nichts an. Okay. Dann warte ich eben, bis sie erscheint. Es erscheint niemand. Und jetzt verschwinde endlich. Okay. Aber dann grüß Paula wenigstens von mir. Paula? Ja, oder Thekla, oder Luisa, oder Josephine. Ist doch egal. Jedenfalls immer volle Kraft voraus mit Dr. Chivago. Hallo Johannes. Ich habe gehört, du möchtest ein besonderes Sprungtraining machen. Naja, für die Basketballmannschaft. Na dann viel Spaß, ne? Na dann wollen wir mal. Schöne Grüße von Frau Hansen. Du bist überraschend verhindert. Du musst leider mit mir Vorlieb nehmen. Ja, kein Problem. Na los, wärm dich auf. Hier? Ja, wo sonst? Nein. Hey, jetzt warte noch mal. Ich würde heute viel lieber mit dir ins Kino gehen. Aber wollen wir nicht einfach nur am See spazieren gehen? Ja, und was ist, wenn uns jemand begegnet? Du meinst jemand aus dem Internat? Du hast doch Franz hoffentlich noch nichts von uns erzählt, oder? Nein, aber ich hab's mir für morgen fest vorgenommen. Von mir aus, aber lass dir ruhig Zeit. Wie meinst du das? Ach so, naja. Ich will nur nicht, dass du nachher bereust, dass du mit dem Schluss gemacht hast. Aber das ist natürlich allein deine Sache. Danke. Was ist denn nun? Gehen wir heute Abend ins Kino oder nicht? Ja, sehr gerne. Total genial. Alles ist da, alles ist.
Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.